als unser lieber Siebeneisen in Australien landet, da stellt er zuerst mal fest, dass er jetzt erstmal noch 2800 Kilometer Auto fahren muss, bis er zu dem Ort kommt, wo dieser Boxzirkus gerade unterwegs ist. Er sieht dann auch Schilder wie dieses hier. Die gibt es also in der Tat. Auf den nächsten 1130 Kilometern keine Tankstelle. Also er ist da unterwegs. Er ist natürlich unglaublich müde. Er hat 82 Stunden gebraucht, bevor er in Brisbane gelandet ist. Sitzt jetzt seit gefühlten Tagen im Auto und beschließt irgendwann, es reicht. Ich fahre jetzt rechts ran und schlafe mich aus. Und dann macht Siebeneisen das, was wir auch wahrscheinlich alle kennen. Man kann noch so lange angereist sein und noch so knitterkaputt sein. Man kommt irgendwo an, stellt die Tasche ab und dann hört man, wie man selbst sagt, ach, einmal um Block können wir schon noch gehen, oder? Oder in dem Falle hier, also ein Bier trinken wir jetzt noch. Siebeneisen geht also in diese Kneipe rein, wo außer ihm nur ein anderer Gast ist, ein hagerer Mensch, der an der Jukebox steht und mit der Jukebox redet. Das kommt Siebeneisen jetzt auf den ersten Blick gar nicht irgendwie komisch vor, soll sich aber als sehr komisch erweisen dann. Siebeneisen hatte den ersten Schluck von seinem Bier getrunken, als sich der Hagere von der Jukebox zu ihm an die Bar setzte. Er nickte dem Mann unverbindlich zu, was sich leider als folgenschwerer Fehler herausstellte. Good day, mate. Fremd hier? Oh, ich komme mal rüber zu dir, hast nichts dagegen, oder? Ist ein tolles Roadhouse, die haben eine super Jukebox. Wohnst du auch gegenüber bei Matt im Hotel? Ist ein guter Kumpel von mir, der kannte schon meinen alten Herrn, als der noch bei der Eisenbahn war. Haben die Gleise mitten durchs Outback gelegt. Das war eine miese Maloche, kann ich dir sagen. Die mussten per Kamel versorgt werden, weil die Gäule in der Wüste verreckt sind. Meine Frau Mutter hat ihn oft monatelang nicht gesehen. Der Mann hatte offenbar seit 7 Wochen ausschließlich mit Jukeboxen kommuniziert. Anders ließ sich die Kaskade an biografischen Details und Anekdoten unmöglich erklären, die in den nächsten Minuten auf Siebeneisen einprasselte. Wahrscheinlich machte das Outback das mit den Menschen, die zu lange allein in ihm herumfuhren, dachte er. Sobald sie jemanden zum Reden finden, stoppt sie kein querliegender Tanklaster mehr. Lucky Jim, der Name, habe ich das schon gesagt? Lucky wie ein Lucky, weil ich vor 20 Jahren diesen reifengroßen Türkis in einer Mine in Cooper Pedy gefunden habe. Ich bin sozusagen steinreich geworden, verstehst du? Siebeneisen verstand durchaus. Er nickte, eine Bewegung, die Lucky Jim das Erzähltempo noch einmal steigern ließ, nachdem er lautstark gerülpst hatte. 2 Monate später war die Kohle schon wieder Fujikato, wie der Japaner sagt. Genau wie die Frau, mit der ich 8 Wochen lang verheiratet war. Das fiel alles in einen Zeitraum. Bankrott und Scheidung, was ein Zufall. Aber dann habe ich als Fischer angehört, bin aber dann gleich im ersten Sturm vom Trawler gefallen. So kann es gehen, aber die Haie hatten gar keinen Hunger auf Lucky Jim. Ich bin dann ans Ufer von so einer Luxusinsel gespült worden, verstehst du, so eine, wo du 800 Dollar für die Übernachtung blechen musst und anschließend das Frühstück noch extra berechnet bekommst. Tolle Insel, aber bin dann ein bisschen dort geblieben, Chefgärtner geworden, ganz lässiger Job, sage ich dir, so ein bisschen Palmenstutzen und so, verstehst du. Aber dann hat mich der Manager mit seiner Gattin erwischt, als er die gepflanzten Kauribäume inspizieren wollte. An so einem hatte die sich gerade abgestürzt, nach vorne gebeugt. Ja, das war ein bisschen blöd, dass der da gerade kam, verstehst du. Siebeneisen bestellte Rum. Er bestellte ein Glas Rum. Der Mann brachte den Rum und Siebeneisen trank das Glas in einem einzigen Zug aus. Der Alkohol sackte durch Richtung Magen. Auf seinem Weg nach unten traf er an irgendeiner dunklen Ecke auf den Jetlag. Die beiden verbündeten sich sofort. Siebeneisen wurde schlagartig müde. Und Lucky Jim fiel gerade die Geschichte ein, die ihm damals in den Flinders passiert war, als er mit dieser Riesenladung Dynamit losgeschickt wurde, um eine alte Silbermine zu sprengen und wie ihm mitten im Nichts nacheinander 3 Reifen geplatzt waren und er 2 Tage ohne Wasser festsaß und nur grüne Ameisen zu essen hatte, schmecken ja wie Zitronen, und wie der Suchhubschrauber ihn nur deswegen gefunden hatte, weil er einen halben Berg in die Luft jagte, als der Helikopter hoch über ihm kreiste. Das Loch kannst du heute noch sehen. 800 Kilo Dynamit habe ich verpulvert. Steht sogar jetzt im Lonely Planet. Die schreiben, es sei der Krater eines Kometeneinschlags aus dem Jura. Siebeneisens Kopf bekam zunehmend Probleme mit der Schwerkraft und fiel immer wieder nach vorne. Irgendwann drückte er sich gegen den Widerstand der Atmosphäre von seinem Barhocker nach oben und stand auf und schwankte wortlos zum Ausgang. Draußen schloss ihn die Hitze des Outbacks in ihre Arme. Die Sonne hing über der Wüste wie ein roter Flummi, der gerade von der heißen Erde zurückgeschnellt war. Und das ist das einzige Foto, was von Siebeneisen existiert. An der Stelle sage ich auch immer nochmal, ich bin es nicht.